Wir sitzen hier in der fantastischen Bibliothek in Wetzlar, der größten Sammlung fantastischer Literatur in ganz Europa. Und wir werden auch am 25. und 26. Mai hier sein und haufenweise Interviews führen und einen Livestream einrichten. Aber warum machen wir das? Was passiert da? Wir haben an diesem 25. Mai feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum. Und wir wollen an diesem Tag zeigen, was die Fantastische Bibliothek alles macht. Das heißt, welche Projekte sie macht, mit wem sie zusammenarbeitet und was sie für Sammlung hat. Und wir laden möglichst viele Leute ein, an diesem Tag nachmittags um 15 Uhr zu uns zu kommen. Direkt nach dem Jubiläum gibt es dann schon eine weitere Veranstaltung. Was steht da an am 26.? Ja, direkt im Anschluss feiern wir unsere traditionellen Wetzlarer Tage der Fantastik, wie immer mit einem literarischen Symposium, mit vielen spannenden Vorträgen zum Thema Fantastische Bibliotheken, die dann am Ende in einer Autorenlesung, Werkstattgespräch mit Kai Meyer, Akram El-Bahai und Mara Wulff enden werden.